Herr Dr. Mengs, Sie sind Neurologe hier am Klinikum in Bad Salzung und wir haben gerade gesehen, wie ein Patient mit Blaulicht in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Warum ist es so wichtig, bei einem Schlaganfall so schnell zu handeln und was ist überhaupt ein Schlaganfall? Fangen wir mal mit Ihrer zweiten Frage an. Ein Schlaganfall ist eine akute Durchblutungsstörung des Gehirns, hervorgerufen durch einen Verschluss eines Gefäßes, welches das Gehirn versorgt, oder aber auch eine Blutung im Gehirn. Dieses Ereignis tritt akut auf. Das ist ein Ereignis, welches der betroffene Patient oder der Mensch nie zuvor so gekannt hat. Und dieses Ereignis ist zu einem hohen Maße wichtig für den weiteren Verlauf seines Lebens. Warum? Letzten Endes sehen wir oder Sie in Ihrem Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben. In Deutschland sind das ungefähr 200.000 im Jahr. Im Klinikum in Bad Salzung behandeln wir Patienten mit akuten Schlaganfällen professionell. Es ist so, dass die Zeit vom Eintritt der ersten Symptome bis zur Aufnahme in unserer Notaufnahme ganz kurz nur sein sollte. Warum? Weil wir nur ein ganz eng begrenztes Zeitfenster haben, um in der Akutsituation, das heißt also vom Auftreten der Symptome bis zur ersten Behandlung, eine Therapie machen können. Und diese Therapie ist, so wir das feststellen, eine Auflösung eben dieser Durchblutungsstörung. Sie haben gerade schon die Symptome angesprochen. Woran kann man denn feststellen, dass man einen Schlaganfall hat? Also was sind diese typischen ersten Symptome und was sollte man dann tun? Ganz wichtig ist es, dass ich nochmal darauf hinweise, dass das Symptome sind, die plötzlich auftreten. Und diese Symptome umfassen ganz unterschiedliche Qualitäten. Das kann eine Sehstörung sein. Das kann eine Sensibilitätsstörung sein, also eine Gefühlsstörung im Gesichtsbereich oder an den Armen oder Beinen. Häufig ist das einseitig. Ja. Oder aber das kann ein ganz plötzlich eingetretener Schwindel sein, der sich so bisher nie zuordnen ließ oder nicht gekannt ist. Das können Lähmungserscheinungen sein im Gesicht oder an den Armen oder Beinen. Oder auch eine Sprachstörung, die sich damit äußert, dass die Aussprache oder aber der Wortbau nicht so korrekt ist, wie Sie es bisher gehört haben oder von sich selber kennen. Wie entsteht so ein Schlaganfall? Also was sind da die Ursachen und gibt es auch unterschiedliche Formen? Wenn man die Schlaganfälle sieht, die sich durch eine Durchblutungsstörung des Gehirns aufgrund eines Verschlusses oder einer Verengung eines Gefäßes definieren, dann ist das so, dass diese Verschlüsse unterschiedliche Ursachen haben können. Zum einen ist es so, dass die meisten Durchblutungsstörungen entstehen durch eine Verengung eines Gefäßes, sei es nun im Gehirn oder aber an den Halsschlagadern. Andere Ursachen sind bedingt durch zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung, ein Abpfeifen eines Gefäßfropfes vom Herzen in die Halsschlagadern und dann eben ein Gehirngefäß verstopfend. Ähnliche Ursachen wären zum Beispiel der Einriss eines wichtigen hirnversorgenden Gefäßes und damit eine Mangeldurchblutung. Man muss sich das so vorstellen, dass es immer zu einem plötzlichen, zu einer plötzlichen Durchblutungsstörung kommt und eben auch zu einer plötzlichen Symptomatik. Ja. Bei etwa 15% der Schlaganfälle gehen wir von Hirnblutungen aus und auch die machen eine plötzliche Symptomatik, zum Beispiel nie dagewesener Kopfschmerz. Ja. Wenn Sie eine Skala sehen, Kopfschmerzen von 0 bis 10, 0 ist kein Kopfschmerz, 10 ist der schlimmste Kopfschmerz, den Sie kennen, dann sprechen wir von einem Vernichtungskopfschmerz, also nie dagewesenen Kopfschmerz. Und das ist ein deutlicher Hinweis, dass zum Beispiel eine Hirnblutung abgelaufen sein kann, die man bei uns relativ rasch dann auch diagnostizieren kann und muss.
Herr Dr. Menz, was passiert, wenn der Patient hier in der Klinik angekommen ist? Also vielleicht können Sie uns kurz den Verlauf schildern und bitte auch darauf eingehen, welche Untersuchungen letztendlich erforderlich sind, um eine genaue Diagnose stellen zu können. Das Wichtigste ist, wenn der Patient in der Klinik angekommen ist, dass wir auf Daten angewiesen sind. Das bedeutet, der Notarzt oder die Rettungssanitäter vor Ort haben sich bereits ein Bild gemacht über den Zustand des Patienten, haben von ihm selber oder den Angehörigen mitgeteilt bekommen, wann die Symptome aufgetreten sind. Und dann ist es so, dass in der Notaufnahme geschaut wird, bestehen diese Symptome noch, haben sie sich verschlechtert oder sind sie gleich geblieben. Und es erfolgt eine kurze klinische Untersuchung, das heißt also, wir untersuchen das Sehen, die Sprache, die Kraft in den Armen und Beinen und die Sensibilität, also das Gefühl für die betroffenen Körperteile. Und wenn wir das gemacht haben, gucken wir gleichzeitig nach den bisher verordneten Medikamenten, schauen uns die Blutdruckverhältnisse an, gucken nach dem Puls, also machen ein EKG und sagen wir mal innerhalb weniger Minuten erfolgt dann schon eine Bildgebung des Kopfes, um zu schauen, handelt es sich jetzt um eine Durchblutungsstörung aufgrund einer Hornblutung oder eben aufgrund eines, wir sagen, ischämischen Infarktes, also eines Verschlusses eines Gefäßes. Und wenn dann feststeht, dass es sich tatsächlich um einen Schlaganfall handelt, wann beginnen Sie mit der Therapie und wie sieht diese konkret aus? Vorhin habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass man rasch handelt. Warum? Wir haben in der Akuttherapie, das heißt nicht in der Therapie, die sich dann in Tagen und Wochen nach dem Schlaganfallereignis fortsetzt, in der Akutsituation haben wir die Möglichkeit, eine Behandlung durchzuführen, die sich Thrombolyse nennt. Das heißt also Auflösung des Blutgerinnsels, des Blutpfropfens, ja. Und dafür haben wir 4,5 Stunden Zeit. Das Problem dabei ist, je schneller Sie kommen, desto größer sind die Chancen, dass diese Behandlung wirkt. Je später Sie kommen, ist es so, dass diese Behandlung innerhalb von 4,5 Stunden immer noch durchgeführt werden kann. Aber je länger es dauert, bis Sie dieser Behandlung zugeführt werden, desto schlechter sind auch Ihre Chancen, zu einem guten Ergebnis hinsichtlich der Besserung ihrer Symptome zu kommen. Ja, also rasche Entscheidung, rasche Einlieferung in die Klinik, rasche Behandlung ist immer noch die besten, also verspricht immer noch die besten Ergebnisse einer Schlaganfallbehandlung. Okay, und wie geht es dann weiter? Also wird man dann auf eine spezielle Station geliefert oder kann Es man sich ist das so, vorstellen? dass die wichtigsten Therapieentscheidungen prinzipiell bereits in der Notaufnahme getroffen werden. Wenn wir einen Patienten haben, der eine große Hornblutung hat, dann wird es so sein, dass wir diese Patienten in die neurochirurgischen Kliniken in unserer Nähe verfliegen, weil da natürlich notwendig ist, dass die Behandlung auch rasch stattfindet, dass die Blutung entlastet wird, zum Beispiel. Stellen wir fest, dass keine Hornblutung vorliegt, dann wird es so sein, dass diese Patienten in unserer speziellen Schlaganfallstation behandelt werden. Diese Schlaganfallstation, das müssen Sie mir verzeihen, ist ein englischer Begriff, es gibt viele Anglizismen mittlerweile in der Medizin, nennt sich Stroke Unit, also Schlaganfallstation. Und über die Stroke Unit werden wir gleich noch mit Ihrem Kollegen, den Herrn Dr. Rössler, sprechen. Er kennt sich in dem Bereich sehr gut aus. Korrekt. Der Herr Rössler ist verantwortlich in diesem Jahr. Wir wechseln aber in diesem Jahr für die Stroke Unit. Und wir sind beide erfahrene Neurologen und können den Patienten hier im Umkreis des südlichen Wartburgkreises damit eine optimale Behandlung anbieten. Wobei ich einfach sagen muss, wir nehmen natürlich den Fokus nicht nur auf uns, sondern das ist eine Teamarbeit. Es sind unterschiedliche Spezialisten. Sind notwendig, um dieses Stroke Unit zu führen und Patienten optimal zu behandeln. Und dazu wird der Herr Dr. Rössler Ihnen jetzt ausführlich noch Auskunft geben. Ja, und neben mir begrüße ich jetzt den Herrn Dr. Rössler, ebenso Facharzt für Neurologie hier am Klinikum in Bad Salzung. Ihr Kollege, der Herr Dr. Mengs, hat diese Stroke Unit gerade schon angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal näher darauf eingehen. Was ist das überhaupt, diese Stroke Unit?
Ja, eine Stroke Unit, das ist ja ein Begriff, der kommt aus dem Englischen, das haben wir ja schon gehört. Das heißt eigentlich Schlaganfalleinheit. Das ist ein Begriff, der hat sich in Deutschland gut eingebürgert und wird auch nie mehr ändern. Das heißt, das ist eine stationäre Überwachungseinheit, in der sich ein Team aus Experten in der Schlaganfallbehandlung um den Schlaganfallpatienten kümmert. Überwachungseinheit bedeutet, der Patient muss bezüglich seiner lebenserhaltenden Funktionen überwacht werden. Das heißt, es geht um Atmung, Sauerstoff, Blutdruck, Herzfrequenz und natürlich auch die Ausfallserscheinungen, die er wahrscheinlich hat durch den Schlaganfall, werden regelmäßig überprüft, um eine Verschlechterung feststellen zu können. Und was passiert konkret in der Stroke Unit? Zum einen eben die Überwachung am Monitor. Das ist das eine, wovon der Patient auch wirklich profitiert. Zum anderen findet eine Behandlung durch ein, man muss es so gestelzt sagen, interdisziplinäres Team statt. Zu diesem Team gehören Ärzte und Pflegepersonal, aber auch, ganz wichtig, Therapeuten aus verschiedenen Berufsgruppen, Sprachtherapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten und natürlich Sozialarbeiter, denn die Behandlung ist meistens nach der Beendigung des Aufenthalts in dem Akutkrankenhaus noch nicht abgeschlossen, sondern meistens ist eine Reha-Behandlung noch mal in einer weiterführenden Klinik notwendig. All dieses wird von der Stroke Unit aus organisiert. Die Therapeuten sind in dem Team sehr wichtig. Zum einen wissen wir, dass Schlaganfallpatienten oft unter Schluckstörungen leiden und dass auch eine häufige Komplikation nach einem Schlaganfall ist, dass eine Schluckstörung auftritt, dass der Patient deshalb eine Lungenentzündung bekommen kann. Dieses muss in der Akutphase natürlich verhindert werden und das ist ganz wichtig, die Einschätzung von einem Sprachtherapeuten, also von einem Logopäden zu bekommen, um zu wissen, kann der Patient schlucken, kann er bestimmte Kostformen zu sich nehmen. Ganz wichtig ist auch die frühe Mobilisation des Patienten, das heißt, sehr früh müssen Bewegungsübungen durchgeführt werden, um eben die Defizite, die der Patient hat, möglichst rasch zu behandeln. Je früher man damit anfängt, desto besser ist die Chance, dass diese Behinderungen sich wieder bessern. Was wir von ärztlicher Seite auf das Stroke Unit machen, ist die medizinische Behandlung des Schlaganfalls. Wir haben ja schon gehört, Zeit ist ganz kostbar beim akuten Schlaganfall. Wenn eine Lysetherapie notwendig ist, das heißt, wenn dieses Blutgerinnsel, das als Ursache für den Schlaganfall anzunehmen ist, aufgelöst werden muss, dann erfolgt diese Behandlung unter den Monitorbedingungen auf das Stroke Unit und auch unter ärztlicher Überwachung von uns Neurologen, auch von den internistischen Kollegen, die sich dann um den Blutdruck und um mögliche internistische Komplikationen kümmern. Diese Behandlung erfolgt dann auf das Stroke Unit. Und wann ist die Behandlung hier bei Ihnen im Klinikum abgeschlossen und wie sind generell die Erfolgsaussichten, dass man eben nach so einem Schlaganfall die Klinik mit wenigen Beeinträchtigungen in ein relativ normales Leben wieder verlassen kann? Ganz grundsätzlich ist es so, dass das Konzept vorsieht, dass der Aufenthalt auf der Stroke Unit nicht länger als 3 Tage ist, es sei denn, es gibt Gründe, zum Beispiel instabiler Patient, Blutdruckschwankungen und ähnliches, schwere Schluckstörungen, dass dieser Aufenthalt länger ist. Grundsätzlich unter Überwachungsbedingungen, was für Patienten, die sich dann möglicherweise wieder besser fühlen, natürlich auch sehr anstrengend ist, wenn sie dann immer am Monitor gefesselt sind. Diese Überwachungsbedingungen sollen nach 3 Tagen beendet sein. Unsere Aufgabe ist es, wichtige Untersuchungen durchzuführen, um Ursachen des Schlaganfalls abzuklären und dann natürlich auch die Therapie einzuleiten. Wenn dieses abgeschlossen ist, ist die Therapie im Akutkrankenhaus erstmal beendet. Das ist im Schnitt nach 7 bis 8 Tagen der Fall. Wenn ein Patient dann noch weiter behandelt werden muss, weil er eben noch behindert ist, weil er noch Ausfallserscheinungen hat, weil er Schluckstörungen hat, dann erfolgt die Behandlung in der Regel in einer Rehabilitationsklinik, einer neurologischen Reha-Klinik. Die Weiterbehandlung wird von uns organisiert. Ganz grundsätzlich kann man sagen, die Patienten profitieren von all diesen Maßnahmen auf der Stroke Unit und sei es das Monitoring, sei es die Behandlung durch das Team, wo eben wirklich Experten da sind, die auch den ganzen Tag kaum was anderes machen, als Schlaganfälle zu behandeln. Grundsätzlich kann man sagen, dass Behinderungen und schwere Ausfallserscheinungen um 20% reduziert werden. Das ist eigentlich das, was so konsistent in den letzten Jahren diese wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit solchen Themen beschäftigt haben, gezeigt haben. Also Reduktion von Behinderungen um 20%, was für die Medizin ein sehr gutes Ergebnis ist. Ganz grundsätzlich muss man aber auch sagen, Schlaganfall ist eine schwere Erkrankung. 1/4 der Patienten versterben, 1/4 bleibt schwer behindert, 1/4 leicht behindert, 1/4 geht ohne Defizit raus. Das ist zum Teil natürlich auch Schicksal und das Schicksal können wir nicht beeinflussen. Wir können aber
doch beeinflussen, wie gut das Behandlungsergebnis letzten Endes ist. Gibt es eigentlich bestimmte Risikogruppen oder auch Vorerkrankungen, die einen Schlaganfall befördern? Also wer ist am meisten gefährdet? Ja, da gibt es natürlich Risikofaktoren. Es gibt beeinflussbare Risikofaktoren und Risikofaktoren, die können wir nicht beeinflussen. Nicht beeinflussbar ist das Alter. Also je höher das Lebensalter, desto höher ist das Risiko für das Auftreten eines Schlaganfalls. Beeinflussbar ist der Bluthochdruck als wichtigster Risikofaktor. Beeinflussbar ist auch das Rauchen. Rauchen und Bluthochdruck sind eigentlich die Hauptrisikofaktoren. Ansonsten gibt es noch weitere, also insgesamt ungefähr 200 Risikofaktoren für die Entstehung eines Schlaganfalls. Ich will noch mal die wichtigsten nennen. Zuckerkrankheit muss behandelt werden, hohe Blutfettwerte und Bewegungsmangel. Und Herr Dr. Rössel, zum Abschluss die Frage, was kann man denn selbst vorbeugend gegen einen Schlaganfall tun? Ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass man die Risikofaktoren, die man beeinflussen kann und vielleicht auch kennt, nämlich eben Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, dass man die auch konsequent mit Hilfe des Hausarztes behandeln lässt. Und was man auch selber tun kann, was natürlich sehr schwierig ist, ist Übergewicht vermeiden und ausreichend Bewegung. Ausreichend Bewegung, sagt die Wissenschaft, ist aus vielen Gründen gut und auch zur Verhinderung eines Schlaganfalls. Und das bedeutet, dass man sich in leichter Form, also moderat, dreimal die Woche 30 Minuten bewegt. Also Nordic Walking, Fahrradfahren, wer möchte auch joggen. Aber das reicht aus, um vaskuläre Erkrankungen, also sowas wie Schlaganfall, aber auch Herzinfarkt zu verhindern. Okay, herzlichen Dank, Herr Dr. Rössler, für diese Information und natürlich insbesondere die Einblicke in die Stroke Unit. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie noch Fragen zu dem Thema Schlaganfall haben, weil es ja nun wirklich auch ein Thema ist, das sehr, sehr viele Menschen hier in Deutschland angeht, dann können Sie uns natürlich unter der eingeblendeten Adresse kontaktieren. Wir versuchen natürlich auch in der nächsten Sendung auf Fragen einzugehen, beziehungsweise diese auch direkt hier an die Ärzte im Klinikum weiterzuleiten. Bis zum nächsten Mal.